Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Wir haben uns beim letzten Mal hier auf Anraten der Eule durch die alten Ruinen gekämpft. Und sie meinte, es gibt einen Tempel im Süden und im Norden. Also wir standen, glaube ich, hier irgendwo so nördlich von Zodorf. Und dann kam die Eule und hat gesagt, es gibt einen im Süden, einen im Norden. Und wir sollen doch bitte erstmal in den Süden gehen. Ja gut, wenn wir da standen, ist das hier wohl die im Süden. Die alten Ruinen. Und im Norden ist dann wahrscheinlich hier irgendwie... Genau. Wie viele brauchen wir eigentlich noch? Wie viele Dungeons? Wir haben 5, haben wir geschafft. Das heißt, 3 müssen wir noch machen. Ja. Macht Sinn. Genau, da haben wir genau an der Stelle aufgehört. Also machen wir auch direkt weiter, ne? So, was haben wir denn hier Schönes? Oh, das sieht auch hübsch aus. Das ist natürlich wieder typisch, dass die Items teilweise echt... Also das muss an der Engine liegen. Manchmal landen die Items halt in Ecken. Wie jetzt? Jetzt schon? Angst? Oh! Oh Gott. Bombe vielleicht? Springen muss ich hier auf jeden Fall nicht. Oh Gott, oh Gott. Oh, ich habe ganz vergessen, ich habe ja noch eine Fee in der Flasche. Nee, das hilft auch nicht. Ich kann, naja, drunter durchlaufen, bringt auch nicht so viel. Muss ich ihn hauen? Was muss ich ihm denn? Bombe hilft nicht? Das hilft auch nicht? Was muss ich ihm denn? Bin überfragt. Muss ich ihn anschießen? Erstmal muss ich sterben. Na gut. Gleich im ersten Raum sowas? Ist das mies. Aber wenn ich hier Pfeile kriege, brauche ich die wohl. Nur dummerweise sind die schon wieder da. Ich lerne es auch nicht. Dann brauche ich wohl Pfeile. Könnte halt drunter durchrasen, ne? Nee, kann ich auch nicht. Der dreht sich halt auch sofort um. Wie kann ich denn hier ein bisschen stabiler bleiben? Muss ich irgendwas... Sicher, dass ich... Ich bin gerade nicht wirklich sicher, ob ich hier überhaupt schon alle Mittel habe, um das zu schaffen. Ich komme zwar drunter durch, aber dann falle ich um. Ich meine, ich kriege von den Dingern hier Pfeile. Das heißt doch, ich brauche Pfeile, oder? Vielleicht hilft es, wenn ich hier mal rausfinde, wie ich die hier klein kriege. Das sind ja quasi...
Okay, so. Das sind ja quasi die kleinen Geschwister. Hä? Aber den... Den einen habe ich doch jetzt gerade... Betäuben und dann mit einem Pfeil schießen. Okay. Von hinten mit einem Pfeil erschießen, ja. Das sollte mit dem dann auch klappen. Aber ich komme ja gar nicht dahinter. Weil wenn der so rumpelt... Ich brauche noch irgendwas. Irgendwas fehlt mir noch. Nur was? Oder muss ich ihn einfach die ganze Zeit... Mist. Nee. Sobald er springt, ist halt Sense. Ich kann mich nicht auch nicht unter ihm durchziehen. Ich kann ihn halt kurz aufhalten, aber dann... Kann ich hochspringen, während er springt? Ha! Das ist gut! Ha! Das ist gut! Mist! Mist! Ja, das ist es! Und jetzt... Müsste ich ihn doch... Ja, das sind zu viele Items, die ich dann brauche. Mit dem Enterhaken nochmal. Oh. Jawohl, jetzt haben wir's. Ein Teddybärchenschlüssel. Du hast den Maskenschlüssel erhalten. Okay. Bin schon wieder fast tot hier. Okay. Da habe ich jetzt schon fast 10 Minuten für gebraucht. Ist ja peinlich. Aber da muss man erstmal drauf kommen. Okay, hier muss ich wahrscheinlich Licht machen. Wo ist mein Pulverchen? Da. Oh, Eiland Kokolint, bist nur eine Illusion. Bewohner, Monster, Meer, Himmel sind nur ein Traum des Windfisches. Wächst du den Träumenden, so wird sich diese Insel in Luft auflösen, wie eine Seifenblase zerplatzen. Was? Alles nur eine Illusion? Tja. Kann ich's nochmal lesen? Ach, guck mal, links oben ist sogar die Eule. Das war's jetzt? Mehr kriege ich nicht? Dafür musste ich jetzt zweimal sterben? Oder war's schon dreimal? So. Gut. Ja gut. Ja, nee, ich musste ja den Schlüssel holen. Stimmt schon. Passt schon. Passt schon. Jetzt kriege ich keine Pfeile mehr. Wie unfair. So, jetzt packe ich da aber mal wieder irgendwas anderes hin. Du hast das Bild gesehen? Natürlich weiß man nicht genau, ob Kokolin tatsächlich nur ein Traum des Windfisches ist. Leider weiß man immer erst nach dem Aufwachen, dass der Traum auch nur ein Traum gewesen ist. Im Moment kennt die Wahrheit nur der Windfisch. Vertraue deinem Gefühl, irgendwann wirst du die Antwort wissen. Uhu, uhu. Ich brauche Herzen. So, jetzt müssen wir nach Norden.
hat er gesagt, einer im Süden, einer im Norden. Könntest du dich in eine Richtung bewegen, wo du mir nicht im Weg bist? Ist ja alles voll mit denen. Hier komme ich raus, oder? Komme ich denn hier raus? Ei. Da. So, und jetzt müssen wir nach Norden. In das andere Norden. Und da ist dann der Maskentempel, schätze ich. Ach, du Drecksack! So, dann können wir wahrscheinlich hier lang schwimmen. Ah, das ist unfair. Ich kann dich nicht erwischen, aber du mich? Wie mies ist das denn? So, muss ich hier lang? Ich weiß es nicht. Hochhüpfen kann ich nicht. Ich hätte mich von da rüberziehen müssen. Ja, ist. Na, wer wohnt denn hier? Möchtest du dich auf einem Floß in die Stromschnellen wagen? Dann ab an die Kasse. Noch kein Rekord aufgestellt? Versuch es doch mal. Verzeihung, ich muss erstmal ihr Inventar zerstören. So, nun können wir reden. Tut mir leid, es ist so eine Zwangsneurose. Möchtest du für 100 Rubine mit dem Floß fahren? Nein? Ah. Wenn du Lust auf spritzigen Spaß hast, wir haben immer geöffnet. 100 Rubine? Hast du einen Arsch offen? So, hier komme ich rüber. Hier war ich doch schon mal. Ja, hier war ich schon. Ich glaube, ich bin zu weit. Ja, ich muss doch eigentlich hier runter. Du meine Güte. Ich bin ja komplett verlaufen hier. Ha. Oder muss ich hier echt lang? Nee, glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Kann mir jemand verraten, wo ich hergekommen bin? Ach, da. Ei, ei, ei. Aber ich komme hier nicht mehr. Ach nein! Stimmt, ich komme nicht zurück. Ach nein! Mann, 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 Mann. Nochmal von vorne. Da kann ich aber wenigstens wieder Rasen mähen hier. Teil der Macht. Die macht es mit mir. So.
nach Norden. Ach nee, muss ich mich jetzt wieder... Was habe ich denn Bock hier? So, tot. Wo geht's denn hier weiter nach Norden? Mit der Eule habe ich ja schon geredet, ne? Ja. Da hinten war ja so eine Eule. Ach, Mann! Lass mich! Oh, hier kann ich was... Oh, ich kann was sprengen. Und da ist das Schloss zu meinem Schlüssel. Eine große Fee! Dir geht's ja noch ganz gut. Ja, die Fee hätte ich einfangen sollen. Aber ich glaube, ich habe sogar noch eine in der Flasche, oder? Ja, ich habe noch eine Fee in der Flasche. Fee in der Flasche ist gut. So, wie komme ich denn da hin? Hm. Hey Jungs, könnt ihr mir weiterhelfen? Da ist doch sicher irgendwo eine Treppe drunter oder so. Ja, wusste ich's. Jawohl, ja. Ach, egal. Dann halt nicht. Mann. Tür auf. Okay. Wunderbar. Der Maskentempel. Haben wir noch Zeit? Ja, ein bisschen haben wir noch. Ein bisschen haben wir noch. Der Maskentempel. Links oder rechts? Hm, ja, wir waren ja schon auf dem Weg nach rechts. Komm. Mhm. Finde ich nicht nett. Okay. Au. Den Dingern kann ich schon mal nichts machen. Die sind einfach nur im Weg. Okay. Hilfe! 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 Okay. Ich würde gerne noch mal hier wechseln. Uff, das sieht noch schwerer als schwer aus. Im Moment reicht die Kraft, deine Kraft dafür nicht. Okay. Das heißt, ich kriege noch ein stärkeres Armband. Wieso ist denn das das Symbol? Das ist wahrscheinlich ein Zufall von dem Shop, oder? Der hat doch dasselbe Symbol. Au, au. Also nach links. Jetzt habe ich hier wieder unnötig Herzen gelassen. Au! Boah, seid ihr mies. Oh Gott, wie kriege ich den tot? Gar nicht wahrscheinlich. Ja doch, irgendwie kriege ich sie ja tot. Ach Gott, ein Mini-Räubchen. Hm. Okay, hier geht's ein bisschen härter zu. Hm. Pfeil und Bogen? Ja. Okay. Das kann ich noch nicht heben. Und das verbaut mir ja erstmal Wege.
Da müsste ein Schalter sein. Zack. Ah ja. Ich glaube, ich erinnere mich an diesen Dungeon. Denn da habe ich, glaube ich, ein Weilchen dran verbracht. Hier komme ich nicht weiter. So, jetzt wüsste ich gerne, wie ihr tot zu kriegen seid. Ah ja, okay. Okay, ich brauche sehr viele Pfeile. Ich brauche verdammt viele Pfeile. Decken wir erstmal möglichst viel hier auf. Aha. Ah, ich habe noch keinen Eulenschnabel. Okay. Ich habe nicht genug Pfeile, um in dem einen Raum die Viecher alle klein zu kriegen. Das sind ja 3 Stück. Das sind 3 Stück. Ja, genau den Raum meine ich. So viele Pfeile habe ich doch gar nicht. Kann ich die irgendwie noch anders klein kriegen? Ansonsten müsste ich erstmal Pfeile sammeln. Oder einkaufen oder was auch immer. Das fände ich jetzt doof, wenn ich jetzt zurück muss. Kann ich sie wegsprengen? Das wäre wahrscheinlich zu einfach. Ach Mist. Ja, das Timing ist sehr schwierig. Weil die Bombe erstmal eine Runde. Jetzt. Na, Mist. Ha! Perfekt. Ist besser als mit Pfeil und Bogen. Rubine. Toll. Das hat mir jetzt gar nichts gebracht. Und den kann ich noch nicht heben? Was war hier das Problem? Hab's schon wieder vergessen. Ja, die Zelda-Dungeons sind nicht so gut, wenn man ein kurzes Gedächtnis hat. Dann wird's schwierig. Ich muss die Dinger hier anheben. Das kann ich noch nicht. Okay, hier komme ich schon mal erstmal nicht weiter. Und was ist das hier? Da komme ich nur von der anderen Seite wahrscheinlich weiter oder so. So. Aber wir müssen eh jetzt langsam Schluss machen, würde ich sagen. So, hier lang. Kleine Raupe. So, wieso kam ich denn da unten nicht lang? Da war ich dann nur von einer Seite hinkommen, okay. Das heißt, der einzige Weg, der jetzt gerade noch da... Aber da ging es doch auch nicht weiter, oder? Wir werden es rausfinden beim nächsten Mal.
Und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Vielleicht hat es auch irgendwas hier mit dem hier zu tun, aber ich wüsste nicht, wie man sonst dann da langkommen soll. Und den hier habe ich ja schon kaputt gemacht. Aber ich glaube, ich muss einfach hier den Elefantenstatue noch wegheben, damit ich hier das Tor aufkriege. Wir werden sehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und wir sehen uns. Ciao, ciao.